Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile mit dem Feuermarauder. Ja, heute startet die neue Serie. Ich hatte es ja schon angekündigt, jetzt ist es soweit. Hier sind wir in der Charaktererschaffung. Der Name ist eingegeben. Ja, Godmorgon ist eine sogar eine Badezimmerserie von IKEA. Ich finde den Namen so exorbitant brillant, dass ich ihn unbedingt für einen Charakter benutzen musste. Ja gut, dann soll's losgehen. Tut mir ein bisschen leid, dass das jetzt mit dem Dolchcharakter nicht geklappt hat, quasi. Ja, ich mache das eigentlich ungern, dass ich jetzt so nach dem ersten Teil direkt aufhöre wieder. Aber ja, irgendwie habe ich gerade mehr Bock auf den Charakter hier. Dem traue ich einfach richtig was zu. Ja, leider wird es jetzt am Anfang ein bisschen zäh werden. Die ersten 6 Level-Ups, die sind ein bisschen unangenehm. Bis dahin habe ich nämlich relativ wenig, was ich irgendwie benutzen kann. Ja, danach bekommt er dieselben Sachen im Grunde mit der Zeit in die Hand gedrückt, die auch zuletzt mein Dolchcharakter hatte. Also sprich diese beiden Einhandäxte mit richtig ordentlich Rums dahinter, Cleave. Damit werde ich den erstmal durch die ersten beiden Akte ungefähr bringen. Ja, das ist erstmal so der Plan. Dann haben wir erstmal für den ersten Teil, denke ich, genug zu tun. Wäre schön, wenn das so ein bisschen so klappen könnte wie beim letzten Mal, von der Geschwindigkeit her. Gut, aber da er dieselbe Ausrüstung bekommt, ich hoffe, ich kann das alles irgendwie mit dem Geschick, kriege ich das hin. Das könnte ein bisschen unangenehm werden bei dem Charakter. Ja, da brauchen wir gerade nichts von, wobei ich versuche gleich mal mein Glück mit einer Zweihandwaffe. Vielleicht ist das ganz nett für den Anfang. Kann ich so ein bisschen den Stress am Anfang entgehen. So, jetzt erstmal gucken. Ich habe mir so ein paar Sachen zurechtgelegt, mehr oder weniger. Meine Kiste ist nach wie vor sehr unaufgeräumt. Wie das nur kann. Ich gucke gerade mal, hier mal die ganzen Lebensringe. So, dann haben wir erstmal richtig ordentlich Lebenspunkte dazu bekommen. Das ist doch schon mal was. Was habe ich noch? Ich hoffe, ich habe noch irgendwas, was ich mir schon mal anziehen kann. Irgendwo müsste ich mir noch so einen Gürtel parat gelegt haben. Der soll auf jeden Fall später auch mitkommen. Auf jeden Fall schon mal ein Quicksilver Flask. Irgendwo müsste noch eine rumfliegen. Ich will jetzt auch nicht so viel Zeit hier verbringen. In der Zeit hätte ich schon... Da ist der Gürtel. In der Zeit hätte ich doch schon längst ein Level-Up haben können. Okay, hier ist noch mein Mana-Amulett. Das könnte auch noch ganz hilfreich sein. Gut, dann geben wir uns erstmal noch ein neues Edelsteinchen. Ground Slam klingt ganz gut erstmal für meinen Hammer. Wie gesagt, das Ganze wird sich erst so ein bisschen entspannen, wenn ich bei Level 6 angekommen bin. Dann aber hoffentlich richtig. Dann sollte ich eigentlich durchgleiten durchs Spiel. Lass mal ein bisschen Gegner zusammenkriegen, dann lohnt sich das hier mehr. So, während ich jetzt hier mich so langsam ein bisschen durchgrinde, ja, vielleicht ein paar Worte zu dem Charakter. Wo soll die Reise hingehen? Warum jetzt der Marauder? Was habe ich mit dem so vor? Ja, das Ganze soll wirklich so ein richtig guter Endgame-Build werden. Also was, wo man richtig Action machen kann. Das ist also erstmal so der generelle Plan. Ja, und beim großen Zaubertest, da ist mir wieder aufgefallen, wie gut gerade diese Feuerangriffe sind, namentlich Flame Blast und Flame Totem. Grundsätzlich wäre natürlich beim Marauder auch immer eine Idee, den als Nahkämpfer zu spielen, das ist natürlich das Naheliegende. Nur Nahkämpfer haben halt immer den Nachteil, die müssen zwangsweise dicht an die Gegner ran, das ist immer unangenehm. Besser ist natürlich, wenn man weiter wegbleiben kann. Dann brauchen die eine gute Waffe, da muss man sich wieder eine gute Waffe besorgen. Und dann ist ja die Frage, welchen Angriff. Gut, bei den Angriffen, da gibt es für mich auch einen ganz klaren Favoriten. Ich bin auch ein großer Freund von Cyclone. Cyclone hat ganz viele Vorteile. Ist gut gegen Einzelgegner, ist gut gegen Gruppen. Und was ich am besten daran finde, ist einfach die Möglichkeit,
beim Durchlaufen Gegner zu töten. Das, finde ich, macht den eigentlich besonders interessant, diesen Angriff. Das war jetzt, also in dem Fall müsste man nicht stehen bleiben, sondern könnte einfach so entspannter durchwirbeln. Für Trash-Mobs reicht das sogar meistens, wenn man die einfach einmal trifft mit dem Cyclone, also einmal durch die durchwirbelt. Ja, insgesamt sehr flexibler Skill, hat vieles auf der Habenseite. Ja, warum jetzt kein Cyclone? Ja, einfach weil es ein Nahkämpfer ist. Warum jetzt ich mich für die Feuerskills entschieden habe, die haben den riesen Vorteil, wir können das Ganze als Fernkämpfer spielen und trotzdem alle Vorteile des Nahkämpfers genießen, sprich wir werden unglaublich tanky sein, könnten also auch wirklich uns mitten in die Gegner reinstellen, haben das meistens aber gar nicht nötig, weil Flame Blast ja eine wunderschöne Wirkung hat auf die Fläche. Hat auch den riesen Vorteil, gegen Einzelgegner und Gruppen sehr effektiv zu sein. Hier mal ein paar Champions, das ist sehr schön. Es gibt ein paar Zusatz-EP. Also wie gesagt, Flame Blast, super gut gegen Einzelgegner und Gruppen einsetzbar. Ich persönlich mag den Skill auch sehr, sehr gerne von seinem Spielgefühl her. Wobei, da gebe ich zu, das ist sicherlich ein bisschen Geschmackssache. Da kann ich auch verstehen, wenn manche Leute sagen, hör, das ist mir zu indirekt irgendwie. Ich mag's gerne, deswegen freue ich mich da schon drauf. Ich finde den Skill, ja, vom ganzen Spielgefühl her, ich mag den. Der hat so einen ordentlichen Rums dahinter, dass man so aufladen kann. Also man macht nicht hier so ein Spektakel wie zum Beispiel die Arctic Breath Hexe. Bei der ist ja alles wirklich auf pure Action ausgelegt. Da ist immer irgendwie der ganze Bildschirm in Flammen. Beim Flame Blast wirkt das Ganze immer so ein bisschen ruhiger. Man läuft erstmal, bringt sich in Position, lädt den auf und dann aber einmal Rums und alles ist weg. Das ist so der Traumzustand quasi von dem Skill. So sollte es eigentlich ungefähr sein. Gut, schon mal so ein paar Einblicke in den Baum. In welche Richtung soll das Ganze gehen? Ja, ein bisschen außergewöhnlich vielleicht, jetzt nicht unbedingt so Standard, gerade für einen Zaubercharakter. Wir werden vor allen Dingen uns quer durch den Baum hangeln, von Marauder zu Duelist zu Templar, ganz minimal ein bisschen die Hexe ankratzen, aber wirklich nur sehr minimal. So dass der Charakter halt vor allen Dingen ganz viel Stärke bekommen wird. Und ja, so gerade genug gerade genug Intelligenz, um die Edelsteine benutzen zu können. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen gucken hier. Und im Baum halt vor allen Dingen defensive Sachen sich abholen. Also ganz viele Lebenspunkte, ganz viel Rüstungsklasse dazu. Jetzt sind meine Flaschen leer, das ist natürlich sehr blöd. Und ich habe keine Stadtportalrollen. Das ist ätzend. Da muss ich jetzt drauf hoffen, dass ich gleich mein Level abbekomme. Ich hätte Portalrollen mitnehmen sollen. Lagen ja in der Kiste. Level up, das war wichtig. Also vor allen Dingen Defensive im Baum, ganz viel Stärkepunkte. Und dann werden wir uns ein Iron Will Edelsteinchen dazu holen, Support Gem. Das macht dann nämlich richtig zusätzlichen Schaden für unsere Zaubersprüche. Ich habe da mal so ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen rumgerechnet und bin total fasziniert, wie viel dabei rumkommen kann. Jetzt muss ich mal einmal kurz gucken, ob ich alle erwischt habe. Nee, noch nicht. Wie ruckelt das schon wieder so? Also irgendwie ist im Moment ein bisschen der Wurm drin hier. Das Ruckeln nervt tierisch. So, da ist das letzte Nest. Das gefällt mir echt nicht. Hatte ich schon, ich hatte vorhin mal so ein bisschen rumexperimentiert vorher mal. Und da hatte ich auch schon festgestellt, dass das auch schon so ruckelte. Daraufhin mal den Rechner neu gestartet, weil ich gehofft habe, dass es daran liegt. Aber irgendwie, ja, es hängt nicht an der Aufnahme, es hängt nicht am Neustart. Was ist denn da los? Ja.
Ja. Irgendwie, das gefällt mir gerade gar nicht. So, also. Ein Will, ganz interessanter, für uns ganz wichtiger Support. Dann Spell, nee, nicht Spell Echo. Spell Echo funktioniert ja nicht. Faster Casting wird auch ganz wichtig für uns werden. Weil wir halt aus dem Baum relativ wenig Faster Cast bekommen. So ein bisschen der Gegenentwurf zu dem zu meiner Allround-Hexe. Die hatte ja vor allen Dingen auf viel Crit und viel Cast-Speed gesetzt. Zwei Dinge, die dem Charakter hier völlig fehlen werden. Ein bisschen Cast-Speed, gar kein Crit. Wir sind nicht drauf aus, häufig und mit Crit zu treffen, sondern wir wollen einfach nur solide, großen Schaden immer anrichten quasi. Und das Ganze muss gar nicht so extrem schnell sein. Ja, die Jungs lasse ich mal weg. Das dauert mir hier zu lange. Ich habe gerade einen Fehler begangen. Ich wollte eigentlich das Portal nehmen, beziehungsweise hier den Wegpunkt zur Stadt. Wäre sinnig gewesen. Ich wollte nämlich eigentlich eben meine Belohnung abholen und mal eben kurz gucken, ob ich was Neues habe, was ich nehmen kann. Dann machen wir das mal ganz schnell. Was habe ich denn für ein Level? 4. Das sollte zum Beispiel fürs Flame Totem schon mal reichen. Was haben wir hier? Ja, Molten Shell. Molten Shell werde ich auch benutzen. Ich werde es mal versuchen, Molten Shell und Enduring Cry, die werde ich also beide, habe ich beide auf der Liste und die sollen beide so benutzt werden, dass die ohne Casting Damage taken, sondern aktiv beide immer selber benutzt werden. Mal schauen, ob ich das hinkriege. So, jetzt gucken wir mal eben, ob wir noch irgendwie ein bisschen was Besseres haben, was wir nehmen können. So, da ist doch schon mal ein Helm, den hätte ich doch vorher schon auch nehmen können. Zweite Flasche. Gut, das soll dann erstmal fürs Erste reichen. Aber ich kann ja mal Passivpunkte vergeben. Erstmal ganz viel Leben, Leben, Rüstung, Lebenspunkte. Das sind sowieso eigentlich die Hauptsachen, die immer jetzt auf uns warten im Baum. Ich nehme einfach mal den Weg hier zurück. Ich glaube, da hinten in der Ecke war ich eh nicht gut unterwegs. Flame Totem noch. Achso, ah, das habe ich vergessen. Mensch. Ach, unkonzentriert. Irgendwo hatte ich mein Flame Totem dazu gepackt. Wo habe ich es hingelegt? Hoffentlich nicht hier hin. Da ist Flame Totem. Top Cleave. Geht Cleave eigentlich zusammen mit. Ne, geht nur mit Äxten und Schwertern. Schade eigentlich. So, jetzt aber. Also, Flame Totem. Jawohl, passt. Kann schon mal einiges an Arbeit mir abnehmen. Jetzt Mana-Probleme. Level 5. Level up noch. Mal eben kurz gucken. Das Schwert. Oh, das sieht doch gut aus. So. Für ein Level sollte das reichen. Jetzt muss ich nur eben meinen Cleave dazu holen. Wo habe ich das denn jetzt gelassen?
Das sieht besser aus. Das erste ist das schon mal ganz ordentlich jetzt. Damit sollte ich irgendwie das letzte Level-Up jetzt irgendwie mir holen können, was ich noch brauche. Dann kann ich hier richtig loslegen. Sehr viel besser. Ach, was ist denn hier schon wieder mit der Wegfindung los? Ach, Fan, Mensch. Da ist mir die Pause doch nicht bekommen in den letzten Tagen. Ich fühle mich gerade so extrem schlecht hier, was ich tue. Also wie ich es tue. Ein bisschen verpeilt heute irgendwie, weiß auch nicht. Ja, komm, gib mir noch eine Warband. Geben wir jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte, hoffe ich zumindest. Ich gucke mal auf den Balken, ob sich das überhaupt lohnt, was ich hier tue. Na doch, ganz ordentlich. Oh, Level Up. Das haben wir doch gewollt. So, warum kann ich den zweiten nicht benutzen? Achso, wegen Milli-Physical Damage. So, Flame Totem. Alles klar, Cleave brauchen wir. Milli-Physical. Achso, brauchen wir erst Level 18. Das haben wir noch nicht ganz. Flame Totem Level Up, jawohl. So, jetzt aber. Das sieht doch sehr schön aus jetzt hier. Da sind wir doch im Business. Mal den Riesenkrabbe hier. Da ist er. So, einmal zurück. Dran denken, jetzt eben schnell ein paar Rollen mitnehmen. Nicht, dass ich gleich wieder ohne dastehe. Also. Nochmal hier so ein Packen mit hier ein Packen. Dann sind wir da erstmal auf der sicheren Seite. Level 9, Level 8. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, um da weiterzukommen. Okay. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, geht's direkt weiter. Eigentlich reicht die Ausrüstung jetzt. 1, 2. Und ab dafür. Achso, eben schnell. Haha, wenn wir die Krabbe schon besiegt haben, dann auch eben das Buch abholen. Wechsel mal eben kurz das Amulett aus. Verliert zwar reichlich Lebenspunkte, aber habt ein bisschen mehr Mana-Regeneration. Vielleicht hilft das auch ein bisschen für entspannteres Spielen. So, jetzt aber. Geht es da oben echt nicht lang? Nein, geht's nicht. Ach, die macht es mir aber echt nicht leicht hier heute mit dem Weg.
Sie Platz, ich bin Arzt. Level 7. Schön. Das ist ein bisschen zu viel jetzt schon. Die wollte ich gar nicht hier holen. Ich würde eigentlich jetzt lieber hier mal rauskommen zu The Ledge. Das fände ich jetzt viel cooler. Da sind wir. Endlich wieder frische Luft, endlich wieder Tageslicht. Wollen wir mal sehen, dass wir ein bisschen Dampf machen jetzt hier. Zack. Ja, diese beiden Äxte zusammen mit Cleave, die sind für den Anfang wirklich Bombe. Ich sag mal so, bis Ende, Mitte, Ende Akt 2 geht da wenig drüber, würde ich meinen. Schmana, die wollen wir mal mitnehmen. Level 7, ich glaube, da geht noch nicht viel. Ab Level 8 und 9 kann ich wieder neue Ausrüstungssachen anziehen. War schon mal Level 8. Ich glaube, dann gehe ich nochmal eben schnell zurückgucken. Da sollte was gehen mit einer Rüstung für schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Und ich glaube, die Schuhe, ich glaube, die brauchen Level 9. Da habe ich schnelleres Laufen mit dabei und damit das alles noch ein bisschen zügiger werden. Das braucht Level 9. Können wir aber schon mal einpacken. Mein Gürtel kann ich anziehen. Ja, sollte ein bisschen was bringen. Stärke, Intelligenz, Leben und vor allen Dingen Life und Mana Leech. Sollte alles ein bisschen komfortabler gestalten. Schuhe brauchen auch Level 9. Okay, das bringt mich jetzt gerade noch nicht wirklich weiter. Der Helm ist eh uninteressant eigentlich. Habe ich nur Handschuhe irgendwie zufällig? Irgendwas, ein bisschen was. Muss nicht viel können. Dann haben wir hier Attack Speed Full Life. Lightning Damage Attacks, ja gut, besser als nichts. Ne, haben wir gerade nichts Besseres. Aber Punkte können wir vergeben. So. Also, alles was Lebenspunkte, Stärke liefert, ist für uns immer willkommen. Alle so schön hier in größeren Gruppen stehen. Da nehmen wir sie natürlich gerne mit, die Gegner. Mal eben kurz die Mana-Flaschen tauschen. Da sagen wir nicht nein.
ja. So macht das dann auch langsam hier Spaß. Champions machen immer Spaß. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, oder? Laufe ich gerade wieder zurück? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich genug Geschick habe, um meine Sachen anziehen zu können. Für die Schuhe reicht es schon mal. Für die Rüstung noch nicht ganz. Das heißt, irgendwo brauche ich noch ein bisschen Geschick gleich her. 32 und ich habe... Ich brauche noch ein bisschen mehr Geschick. Da sollte ich mir so einfach ein ganz schnödes Geschick-Amulett holen. Die geben mir bis zu plus 30. Das sollte reichen. Ich hoffe, ich habe noch eins in der Kiste liegen. Oh, es gibt auch nochmal Geschick. Reicht das? Ne, das reicht nicht. Schade eigentlich. Da unten ist eins. Plus 28. Das reicht. So, dann sind wir auch komplett angezogen. Haben wir alles an, was wir brauchen. Und ja, dann kann es losgehen hier. So, gleich ganz anders. Zu Fuß unterwegs hier. Wesentlich zügiger. Der Wegfindung. Jetzt wird mir auch das Glück langsam ein wenig mehr hold. Geht's natürlich nicht weiter, warum auch? Hier geht's generell nicht weiter. Da muss es doch irgendwie weitergehen. Nee. Merkwürdig, merkwürdig. Brutus, ich komme. Holen wir uns noch eben hier. Rüstungsklasse. Wir werden jetzt den etwas merkwürdigen Weg hier durchgehen. Ich habe keine bessere Verbindung gefunden und ja, gut. So reine Rüstungsklasse-Knoten sind jetzt vielleicht nicht so super gut. Aber ja, warum denn mal nicht? Also das wird auch generell, mein Gott, vom Weg gucken, das wird generell auch so ein Konzept sein, dass wir sehr viel Rüstungsklasse am Ende haben werden. Also Determination wollte ich benutzen, dann zusätzlich halt über 200% Rüstungsklasse im Baum, wobei ich jetzt nicht speziell darauf mir die Sachen rausgesucht habe. Aber das sind in der Regel alles so Kombiknoten, die halt noch ein paar andere Sachen drauf haben. Häufig Lebenspunkte, Lebensregeneration. Ja, deswegen denke ich mal, das wird ganz gut passen. Life Flask nehmen wir mal mit.
Gucken wir mal, müsste ja was Belohnungsmäßiges, Edelsteinmäßiges geben. Ob da schon was Gutes für mich dabei ist. Shield Charge, Leap Slam. Und der Battle Cry da, den brauche ich nicht. Midi Splash Added Fire könnte ich benutzen. Ja, warum nicht? Kriege ich ja angeboten. Nehmen wir Added Fire noch dazu. Molten Shell, genau. Den kann ich doch noch benutzen. Kurz gucken, ob ich hier bei Nessa irgendwas kaufen kann. Den Totem habe ich schon, Molten Shell habe ich schon. Fireball, Firetrap, nein. Also, für meine Angriffe muss ich noch ein bisschen warten. Das nächste, was ich bekommen dürfte, müsste dann Firestorm sein. Ich glaube, den gibt es aber erst, wenn ich dann den Wegpunkt von Mervil habe. Juhu, falsch rumgegangen. Wie so oft. Hätte ja klappen können. So, habe ich denn hier... mit was ist das denn verbunden? Oh, gehört das Set zum Molten Shell? Nee, kann ja nicht. Keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich irgendwo Chance to Flee wahrscheinlich, weil ich das in meinem in den hier Waffen drin habe. Die haben ja irgendwie 10% oder 2% Level 2 Chance to Flee Gam. Ich habe irgendwie sowas in der Richtung. Da geht's weiter. Hoffe ich nicht. Doch nicht. Doch, muss ja irgendwo hier weitergehen. Okay, Ship Graveyard. Nächster Etappenpunkt. Hier gibt es dann auch wieder den Skillpunkt zu holen. Diesmal werde ich das auch machen. So wie bei der Krabbe gerade. Ich hätte eigentlich ja auch meine Waffen mit Blacksmith Whetstones. Also Schmiedeschärfstein. Hätte ich ja dann auch mal noch verbessern können. Na gut, jetzt ist eigentlich auch zu spät fast. Vielleicht mache ich das nochmal. Ah, endlich, endlich, endlich. Graveyard Cave. So, dann wollen wir mal gucken hier.
Liebe Flicker-Striker, kommt in Scharen. Euch vernasche ich doch mit Freude. Stimmt, Moon Shell kann ich auch immer nochmal zwischendurch benutzen. Hier gar keiner so viel Schaden anzurichten, dass das Ding mal explodieren könnte. Doch, da war's mal. Herr von und zu Fairgraves, geben Sie meinen Skillpunkt her, sofort bitte. Komm her, Champion. Zack. Dich habe ich doch gerade nur noch gewartet. So, Skillpunkt. Dankjewel. Vier Punkte. Eins, zwei, drei, vier. Zack, da sind wir doch. So, dann eigentlich nur noch Mervil. Dann haben wir es doch für heute schon. Wenn er mal auf die Uhr guckt, langsam wird's Zeit. Gleich kommt Sportschau. Mein Gott, die sind mal diese Klischees. Ja, ich bin ein Mann und ich gucke samstags Sportschau. Ja, wo geht's denn hier lang? Das sieht gut aus. Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Merkwürdig. Komisch, komisch. In den Ausgang hingepackt. Da haben sie hingepackt. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt müsste es eigentlich meinen Firestorm geben. Hoffe ich zumindest. Muss ich allerdings kaufen. Da ist Firestorm, sehr schön. Auf W liegt er, da liegt er ganz gut. Testen wir das doch mal. Wobei ich davon ausgehe, dass im Moment mein Cleave noch besser sein wird. Strongbox. Da ist ja irgendwas Spannendes drin. Dürfte eigentlich bei dem Level nicht sein, aber vielleicht irgendwas. Nee, gar nichts dabei.
Ach nee, komm. Ist egal, wollte ich gar nicht. Kann ich mir schenken. Bringt nichts, hier Questen zu erledigen für Master. Level 13, das lässt sich doch gut an. Ja, wird das mal in diesem Tempo weitergehen? Das ist immer der Nachteil, wenn es dann irgendwann Richtung Endgame geht. So ab Level 70 rum wird es doch sehr träge. Spätestens Mitte 80er im Grunde war es gar kein Fortschritt mehr zu erkennen. Da muss man wirklich tagelang spielen, um überhaupt noch irgendwie ein Level abzubekommen. Aber gut, ich setze mich dem aus. Ich habe da jetzt echt... Rede mir gerade ein, dass ich da voll Bock drauf habe. Ja, vielleicht auch noch so ein bisschen als Hintergrundinfo. Ich hatte ja auch mal angedacht, Hardcore zu spielen. Das wäre genau der richtige Charakter eigentlich dafür. Der sollte auch in Hardcore ausgesprochen gut funktionieren. Der Nachteil ist, oder andersrum, der Vorteil von Warbands ist, dass ich, also Softcore, dass ich hier schon mein, so ein Rad für Aziri vollständig habe. Und gerade das sind so die Sachen, die ich halt besonders im Fokus habe. Ich möchte halt gerne mal Aziri-Runs machen, solche Geschichten. Und dann habe ich zumindest da schon mal so ein bisschen was auf der sicheren Seite. Die Grandmaster-Map habe ich ja auch noch hier in der Kiste liegen. Auch das wäre so eine Geschichte, die ich mit dem Charakter irgendwann vielleicht mal machen möchte. Wenn er denn mal wirklich richtig gut ist. Schon Größenwahn, wenn man noch bei Merville normal ist und schon über die Grandmaster-Map nachdenkt. Vielleicht. So, was sagt die Uhr? 18.23 Uhr. Ist noch ein bisschen, bis erste Bundesliga kommt. Das heißt, wir machen noch ein bisschen weiter. So, eine schöne Flasche noch. So, hier Molten Shell. Weiter leveln. Ja, komm, nicht hier mit den Affen aufhalten, groß. Dschungelcamp vor der Nase, alles gut. Na, komm schon, Treppen hoch, zack. Und ja, reicht noch für ein bisschen Wegpunkt holen hier. Thank you.
Turbo einschalten. Dann schaffe ich auch noch 2 Wegpunkte. Ah, vielleicht kann ich sogar noch den ersten Banditenfürsten schaffen. Mal kurz in die Stadt zurück, um die Flaschen aufzuladen. Schläge schmeckt mir nicht ganz. Okay, die Jungs, die brauchen sowieso noch ein bisschen mehr. Punkt. Ein Banditenfürst müsste eigentlich auch jeden Moment kommen. Also, alles gut. Und ihn da hinten abgehängt. Gut. Ich habe jetzt wenig Lust, jetzt mit allen Unics hier auf einmal oder allen besonderen Gegnern auf einmal zu kämpfen. Sterbt mal alle schön. Schauen, dass ich zeitnah im nächsten Video dann mal gucke, dass ich bessere Flaschen ausrüste. Die bringen gerade nicht mehr so wahnsinnig viel, die kleinen. Gut, Zeit sieht auch perfekt aus. Dann. Ja, einmal kurz die Leute anquatschen. Hässlichen Ausrufezeichen über den Köpfen wegmachen. Das sieht ja irgendwie auch immer blöd aus. Ja, gut, dann erster Akt geschafft. Nicht ganz so zügig wie beim letzten Mal, glaube ich, unterwegs gewesen. Irgendwie war ich heute aber auch irgendwie total neben der Spur. Aber egal, es hat ja geklappt. Nicht gestorben. Jetzt so langsam entfaltet der Charakter sich so ein bisschen. Ja, ich hoffe, beim nächsten Mal geht's ähnlich gut vonstatten. Und ich bin auf jeden Fall schon total heiß drauf, wie der Charakter sich macht, wenn er mal so richtig in Fahrt kommt. Ja, ich hoffe, ihr auch. Ihr verfolgt die Serie weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.